Baseline. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Just for Fun Video Show. Sind auch schon cooler. Moin, und wir spielen Team Fortress 2. Wir spielen. Oh ja. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt. Wie ist das? Was ist der wie Loadout? Oder nein, was der Spielmodus jetzt hier. Achso, Fracht. Transport. Irgend sowas. Auf jeden Fall, ja. Das blaue Team muss dieses, was ihr da seht, diesen Wagen transportieren. Wir müssen das aufhalten. Ja. Und Vorbereitung ist gleich zu Ende. Würde ich sagen. Heißt, es geht los. Ja! Und das heißt einfach nur reinnähen, Leute, es ist ein ziemlich, kann man schon sagen, brutales Spiel, weil es gibt eine Menge Explosionsklassen hier. Und du musst einfach nur reinnähen und hoffen, dass du einen triffst, denn wenn du andere Klassen spielst, Shotgun oder sowas, dann muss die schon stark sein. Wir waren gerade übel lächerlich. Ich camp da die ganze Vorbereitungszeit und freue mich, dass ich die da weghole. Und der snappt mich einfach weg. Ja, der eine hat mich gerade niedergestochen, das hat diese Spionklasse, die ist auch ziemlich geil. Ja, einfach unsichtbar. Ja. Man kann aber viele Gegenstände hier bekommen. Dann leckt's halt eben. Bekommen. Ah. Und sich halt aufrüsten. Frei. Und das sieht man, das kommt deutlich rüber. Also wir hatten hier vorne einen Typen, der hatte so. Hier, zum Beispiel mal ein Kill-Free-Dingens. Der hat drei Leute weggemacht, das machst du ja nicht mit der Standardwaffe, das sag ich da aber. Sag ich dir auch. ich habe jetzt kurz den Flammenwerfer-Typen. Deswegen ist das bestimmt ein geiles Spiel zum lange Zocken. Also ich kann mir vorstellen, dass es hier lange Spaß macht. Ja. Ich persönlich habe es noch nie wirklich gezockt. Nee, ich auch nicht. Wir sind nicht so auf den Hype-Zug aufgestiegen. Guck doch mal in den Killfeed, Alter, was geht? Man muss vor allem übel lange auf Respawn warten. Das regt mich auf. Ja, es ist echt so, Alter. Das ist ein Respawn, das hätten sie echt anders machen können. Wird er weggenadet. Ja, Pisser. Hier ist jetzt dieser Wagen, der muss jetzt hier hoch. Ach, Pisser. Ich muss kurz anmerken, ich bin nicht sonderlich gut in dem Spiel. Aber es macht trotzdem Spaß. Nee, ich auch nicht. Ja, einfach ein bisschen reinnähen, das ist immer unser Ding, ne? Vor allem mein Ding, aber ja. Ich benutze auch gerade den Raketenmann, weil anders. Hundesohn. Du machst halt mit dem am meisten Damage. Hab aber zwei gut, gekillt, Showbox, sei stolz auf mich. Angefangen. Wir haben auch nicht wirklich nochmal einen Team Deathmatch Modus gefunden. Nee. Sonst hätten wir den dann logischerweise. Sind alles genommen. So Spielmodi mit Objective. Ja, meistens viel mit Teams, ja, das ist. Verpiss dich! Nein, geht er, nein! Seine Machete, ich schwöre. Was ist das für ein Hier typ? Zum Beispiel die Machete, oder der Islander, ist zum Beispiel auch ein Schwert, das heißt am Anfang nicht. Aber? Was ich gerade gemerkt habe, es geht wahrscheinlich, also dieser Wagen geht wahrscheinlich nur voran, wenn die in der Nähe sind, ja. Genau. Guck mal, die Killfeed, ich nade alle weg. Da. Ja, genau, wir sind auch schon auf dem Wagen, nade. Ich habe nämlich gerade einen Flammenwerfer. Oh lol, ja, ich sehe es, Alter. Ja, läuft bei mir. Ja, cool, lass erstmal Flammenwerfer. Alter, chill. Der rennt erstmal mir vorbei, der Gegner. Ja, oh, jetzt sterbe ich. Nee. Das ist mein Huni, Alter. Hat Leben, ich hat 200 Leben. Okay. Läuft schon mal besser als bis jetzt immer. Freut mich. Ja. So. Ansonsten finde ich auch, ja, die Idee mit dem Comic und so ist nicht schlecht. Ich habe mir auch schon mal andere Spielen gesehen, zum Beispiel Loadout. Ja. Weil ich gedacht habe, was du am Anfang erwähnt hast. Ich nehme jetzt das. So, noch 3 Sekunden, komm, bitte spawnen. Ansonsten ist es ein echt schnelles Spiel, also du musst hier schnell reagieren können. Man muss sich orientieren können. Ja, du kannst dich auch ziemlich schnell bewegen, das finde ich richtig stark. Also ich mag so schnelle Bewegungen im schnellen Spiel. Schnell. Und ja, was? Ich bin noch. Ist das hier, glaube ich, rundenbasiert? Warum genau, wenn man nicht? Wenn du Tab drückst, dann sieht man, wie viele Punkte wir haben. Blue, das sind halt wir, das haben 2 Punkte, die anderen haben 4 Punkte. Und wer am Ende meisten Punkte hat, gewinnt. So. Die Flammenwerfer spricht mir echt am meisten zu. Echt? Der steht einfach hinter mir? Okay. Wir können ja mal gucken, was wir danach so bekommen an XP oder sowas. Ja. Irgendwas investieren könnten. Okay, ich bleibe jetzt einfach bei der Waffe. Ich brenne vor Flucht. Unten, seht, die haben eigentlich schon gut die Hälfte geschafft. Müssen wir jetzt mal machen. Dass die hier wegkommen. Doch. Fuck. Oh, der trifft halt mit dem Raketenwerfer. Ja, ich habe auch gerade getroffen mit dem Raketenwerfer. Auf dem Körper, aber so frontal, ne? Kann man kurz gucken hier, also das ist die Angriffsklasse. Ich habe 2 Leute gekillt. Verteidigungsklassen und die Supportklasse. Stimmt, ich gehe nur auf Angriff, weil ich gehe in allen Spielen nur auf ne? Angriff? Offensive?
Wie nennt man das? Ja, genau, Offensive. Ja, achso, ja, Offensive, achso, ja. Das heißt meistens. Genau. Also, ja, ich auch Sturmklasse meistens, weil ich unbedingt so überlange taktisches Spiel ist nicht unbedingt meine Stärke. Nee. Weißt du, das ist gerade gut, es hat gerade niemand den Wagen. Ja. Aber wir kommen da auch jetzt schlecht hin. Na doch, du kommst gut hin, ja. Okay, den habe ich weg. Und jetzt, wenn der hier vorbeikommt, kann ich die ja gut abfangen. Das ist halt das Gute, du kannst halt direkt, ah, du stehst nice, ja. Du kannst halt direkt hier einfach reinnähen, was das Zeug hält. So, den habe ich weggeholt. Der ist da auch, Alter. So. Du und dieser Bot, Andro und dieser andere Russe, Alter, ihr macht die übelst weg gerade. Ja, der Russe, ne, der ist immer, der ist bei jedem, es ist bei mir dabei. Hey, fuck, da ist einer, das ist ein Messer. Bin verreckt. Auch schon gekillt von, ja. Von so einem Geschütz. Es gibt, glaube ich, auch eine Menge Tools, eine richtig Menge Tools. Du kannst auch deine Waffen richtig krass erweitern hier. Ja. Ich weiß nicht, ob einer gesehen hat, aber der... Ah, ne, was ist der Countdown an dem Wagen? Der... ne, das ist kein Countdown, das ist hier wie für Menschen, das... Warum geht's dann runter gerade von 10 jetzt auf 0? Was passiert denn jetzt eigentlich? Warum spawn ich nicht? Oh, ich time gerade aus, Alter. Echt? Ich kann nicht spawnen. Hallo. Ja, kurz, vielleicht fängst du ihn dann wieder. Spawn doch bitte. Hab ich wieder Wartezettel wechseln, ne? Oh. Jetzt. Okay, jetzt geht's wieder. Oh mein Gott, ich weiß, nice, was in letzter Zeit los ist. Ich weiß ja auch nicht, ob das ist, das ist das krasse Hochladen. Aber das der Spiel zieht auch Ping von ganzen Leuten hier down, also wenn man mal so guckt. Die haben alle über 100er, 150er Ping. Aber man kann gut handeln in diesem Ping. Die kommen gar nicht mehr bis zu dem Ding vor. Also die sind. Die rennen hier einfach drüber. Wie kann denn der treffen? Was hat der für eine Waffe? Das interessiert mich jetzt. Und immer kommen mal so, jetzt kommen mal solche Standbilder, wo man dann Screenshot machen kann, soll. Ich weiß ja, nicht. Stimmt, ja. Weiß nicht, was das bringt oder in welchem Zusammenhang das ist. Keine Ahnung. Ja, nein, dass man halt gucken kannst, wie du gekillt wurdest und sowas. Guck mal, ich nähe einfach das nur rein gerade hier. Einfach nur rein nähen. Ja, falls du etwas Besonderes aufheben willst oder so. Aha. Alter. Was hast du eigentlich für eine Klasse? Ich hab, ich benutze immer noch diese Raketenklasse. Was macht denn der? Du benutzt immer noch diese andere Klasse. Oh, du hast mich überholt. Nice. Aha, obwohl ich kurz aussetzen musste. Und diesmal sieht's endlich mal aus, als ob wir wenigstens ein bisschen gewinnen würden. Ich hab den beim Snipen weggeholt. Oder zumindest ist diesmal ein bisschen ausgeglichen, weil wir sind oft in Partys reingekommen, wo man relativ fix gestorben ist. Das war nicht das? So cool. Keine Ahnung. Jetzt passiert es. Die Punkte zählen nicht wirklich mit den Kills, oder? Doch? Doch, auch ein bisschen, aber... Sind die Punkte die Kills? Hast du schon 20 Kills? Nee. Keine Ahnung. Hä, von wo? Ach lol, ich sehe die immer nicht. Ja, du musst halt, die wollen, musst halt so taktisch denken, die wollen halt zu dem Wagen. Genau, und das werden die wahrscheinlich auch mit Sniper machen und sowas, das muss man auch aufpassen. Obwohl die Sniper risch OP ist, weil er nicht verzieht. Ja. Da muss sie nicht damit umgehen. Also sie hat halt so Nachladen nach jedem Ding. Ja. Relativ. Und es gibt einen Haufen Maps auf jeden Fall. Es gibt einen Haufen Maps und irgendwie so 8 Spielmodi. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, also könnte ich noch empfehlen. Ja, ist auf. Guck! Das ist nicht die Waffe, die man kriegt, wenn man die Klasse auswählt. Die ja, ist übel hochgepusht. So, ja. Das ist halt auch ein Spiel, was auch ziemlich einfach ist, also da kann jeder Gamer einsteigen. Ja. Mit so einem Spiel. Blacklight auch, aber. Da braucht man schon ein bisschen mehr Skill, sag ich mal, weil ja, du hast, kannst hier viel mit Explosives und sowas machen. Alter, wo du bist abgemessert. Du musst halt immer diese 15 Sekunden warten, das ist halt... Penetrant. Wenn du uns nicht wieder spawnen könntest, würde das auch nichts machen, also... Okay, der verreckt halt mal so. Ich glaube, oh Leute, ihr macht gerade den Punkt wieder zurück, nice. Ja. Nein! Nein! Ah, fuck. Wurdest du gemessert? Ich weiß nicht, guck mal im Killfeed, was es darstellen soll. Ja, ich glaube, das ist dieser Messermann. Das ist dieser Spiel. Ist doch auf jeden Fall dieser Spion, oder? Ja. Okay. Einfach auf dieses blöde Fass feuern und dann sterben die schon irgendwann. So, wo geht's hier hin? Rutsch. Aha.
müssen einfach jetzt rauszögern, bis zur Zeit ist, oder? Also bis Ende ist. Ja, genau. Ich kann auch nochmal gleich versuchen zu snipen. Ach nein! Ah, fuck, ich wurde durch eine MP-Granate getötet. Also hier gibt's echt, man muss überlegen, jede Klasse hat seine eigenen 3 oder 4 Waffen und oh, nee, dann kannst du die Waffen nochmal ändern. Also du hast hier eine Menge Möglichkeiten. Teamkill ist übrigens, glaube ich, aus. Ja. So. Ich nehme nochmal eine andere Klasse jetzt. Ich nehme jetzt hier noch eine Sniper-Klasse. Wo bin ich denn jetzt? Die. Nee. Ja. Die Sniper-Klasse schießt sogar aus. Hinter der ihrem Spawn, okay. BTS? Warum haben mich beide? Hey, zweimal gekillt? Ja, ich will so nicht. Nee. Hä? Wir haben mich dann, glaube ich, noch dominiert oder so. Aber ich habe 26 Punkte. Enormer Abstand. Das ist auf jeden Fall schon ordentlich. Aber ist gut. Passt. Weil ich wollte jetzt mal eine andere. Kann ich jetzt nochmal wechseln oder muss ich wieder 3 Jahre. Nee, so. Ich habe jetzt Raketenwerfer, sonst was. Da finde ich, ist das Problem. Fuck. Die Präzision. Beim Flammenwerfer hält man einfach letztendlich nur drauf. Ja, du kannst aber auch nur draufhalten bei dem. Ja, auf dieses. Diese Bombe da. Das ist eine Bombe, stimmt, das ist eine Bombe da. Guck das mal an. Brauchst du auch nur draufhalten. Ich hätte mal gerade die Klasse, das Nahverkehrs in den. Ach, die Map ist übrigens Baumblitz. Weiß auch nicht, ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben, was eure Lieblingsklasse so ist. Ich weiß nicht, wie man mit dem Ding umgehen soll. Ich komme mit dem Raketenwerfer nicht klar. Ich komme mit dem Flammenwerfer am besten. Nee, ich treffe damit nichts. Das liegt ja sonst wohin. Hat einen Sprengradius von 0. Aber umso besser komme ich mit dem Flammenwerfer klar. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass hier diese Kill-Feeds gar nicht so richtig angezeigt werden oder wenn der Gegner Schaden bekommt. Ja, wenn er Schaden. Das wäre cool, wenn das noch angezeigt wird. Auch bei Loadout, glaub ich, genauso. Ich glaube, das. Boah, hab grad einen schönen Heady gemacht. Dial dann letztendlich. Hä, wie? Hat einfach meine Munition alle oder was? Ich muss Head nachladen müssen oder was? Ja. Ich glaube, man hat unendlich Munition, oder? Nee. Nee, nee. Ich hab's schon mal hinkriegt, mit dem Flammenwerfer alle zu sein. Ja. Hab ich geschafft. So. Kann jemand bitte zugucken? Ich glaube, es ist auch der Sinn, wenn man ein bisschen Kante zu aimen. Die lange Respawn-Zeit kann man fürs taktische Überlegen nutzen. Ja, ich muss noch Cola überholen, sonst geht das ja nicht. Das ist übrigens mit Steam verbunden, also ihr könnt dort eure Freunde über Steam nach. Nein. Joinen, wenn ihr wollt. Hab ich ihn bekommen? Ich hab ihn bekommen. Oh Gott. Und es sieht so aus, dass die anderen das jetzt gerade einnehmen werden. Also übrigens, ich glaube immer so, dass es zwei Teams gibt, also Blue und Red. Ja, genau, ist oft so, ja, das Spielprinzip, dass du zwei Teams hast. Auf jeden Fall ist das Spiel schon mal eine Augenweide, im Gegensatz zu dem letzten Just for Fun. Ja, da braucht man nichts dazu sagen, als vorletzt. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ach ja, vorletzt ist schon. So, jetzt würde ich sagen nochmal der Endpush. Warum ist jetzt schon wieder so viel Zeit dazu gekommen? Na, weil die das hier eingenommen haben. WTF, da kriegen. Ach so, die sind ja vor unserer Haustür. Aha. Hey, du musst einfach nur. Was? Einfach nur. Schießt du nicht ab? Einfach nur rein, Naden. Ha! Ich hab noch viel Leben. Manchmal denkt man, ja, man ist fast tot, dann guckt man und ist man fast voll. Ich krieg Haufen Assists, ne? Und ich 31 Punkte. Respekt, Digga! Ja, ja, ich halte mit meinem Flammenwerfer mächtig drauf. Ja, das ist doch ein Counter, der unten abläuft, ich weiß nicht wofür. Vielleicht. Ach, vielleicht für diese Zusatzzeit Tipp. Halt. Als Sniper können sie mit Maus 2 suchen. Boah. Das ist der Tipp, Alter. Ich snipe jetzt auch noch. Wo war das da? So, kann man vielleicht jetzt verwenden? Kannst auch einfach als Hüfte snipen, das reicht schon. Oh fuck, Leuch wurde gekillt, Alter. Du bist spektakulär. Der Wagen fliegt hier einfach rein und zwar. Ja, wir müssen ihn aufhalten, der darf da nicht rein eigentlich. Wenn da der Punkt drin ist, dann haben wir verkackt. Wird wahrscheinlich so sein. Ich glaube auch, dass bei diesem Spielmodus die Leute, die den Wagen hinbringen müssen, lol, eigentlich ziemlich oft gewinnen, weil du musst ja nur vorrennen und das kannst du in dem Spiel ziemlich gut. Vor allem, wenn du so einen Killer hast wie Cola, der bist upraged. Oder tun wir das gerade wieder zurück machen? Ne, oder? Oh, Cola hier, eine starke Offensive. Mit der Sniper, das ist sehr gut, ne? Aua, aua, aua. Ich glaube, wenn es jetzt wieder an die heikle Phase rangeht, dann nehme ich doch wieder mein Dingens.
Ganz einfach, um hier jetzt nichts zu vernachlässigen. Ey, die heikle Phase ist ja schon fast wieder. Die heike. Heikes Phase. Ja. So, ich werde auch nochmal den Flammenwerfer hier nehmen. Oh, ne, der ist wirklich geil gewesen. Spawner jetzt. Vielleicht können wir den Supporter auch nochmal mit diesem Turret, diesen Supporter. Ich weiß nicht, ob er den normal hat. Alter, werden überall diese. So, der Wagen ist jetzt hier. Ich verstecke mich hinterm Wagen. Hier sind drei mit Flammen. Ja! Brennt! WTF, einfach mal kurz ein paar Assists holen, würdest du sagen. Brennt! Fuck. Du hast ihn gekillt! Du hast meinen Kill abgestaubt! Ich staub hier immer viele Kills ab, einfach mit dem Flammen einfach reinhalten und dann hast du Assists. Ja, ist echt so. Warte, machen wir wieder zurück. Ein Fortschritt, meine Freunde. Nee, aber ich könnte mir das auch vorstellen, mal länger zu spielen, aber. Ah, ich weiß nicht, wenn man sowas wie Blacklight hat, dann wahrscheinlich eher nicht. Halt! Aber ansonsten ist das Spiel. Ist echt unsichtbar. Cool. Fuck. Kann ich anders sagen? Und ich denke, die 2 Minuten 40 werden wir noch aushalten. Hey, der pusht halt zum Wagen vor! Er rennt einfach an mir vorbei. Fuck. Ich hab Double Kill, Bitch. 38 Punkte? Irgend so ein Abzeichen? Läuft bei mir. Aber ich bin froh, dass mein Internet nicht mehr abschmiert. Wie vorhin die ganze Zeit. Ich hab's, glaub, ein bisschen überstrapaziert. Könnte sein, ich bin gerade übelst gepusht, aber ich hab grad Todespush gemacht. Da wird noch mehr kommen. Du kannst halt auch Todespush machen, weil die meisten es gar nicht checken, dass du da stehst irgendwo. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das ein bisschen suchtet und ein bisschen gut wird, kann man da schnell auf einem guten Rang sitzen. Ficken. Ich meine, 38 Punkte, Leute, schreibt mal in die Kommentare, für Cola ist das nicht schlecht, oder? Oh, das ist ja manchmal übel laut. Ich habe das noch nie übel optimiert hier. Ne, ich hab's richtig leise gestellt, weil das ist schon ganz schön laut gewesen. Brennen. Alter, manchmal wird man hier oben her gepusht wie sonst was, oder? Man kann sich so gegenseitig wegschubsen, oder? Ja, ist echt so. Ich habe das Gefühl. Ne? Ja. Alter, was geht jetzt ab? Es brennt immer alles hier und. Ja, ne? Die brauchen auch eine Weile, um anzubrennen, glaube ich. Ja. So. Sieht übel lustig aus, die Figuren manchmal. Ja. Der Wagen ist wieder übel zurückgegangen, gell? Oder geht er gerade wieder. Ne, da steht gerade. Nein! Oh, ich wollte ihn noch. Alter, ich. Manchmal würde ich gerne ein bisschen viel Leben. Was ist jetzt passiert? So viel Leben. Halt. Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Irgendwas in 60 Sekunden? Ja, das Spiel vorbei, da haben wir gewonnen. Die hätten noch theoretisch den letzten Punkt einnehmen müssen, aber das schaffen die nicht. Haben wir dann gewonnen oder die? Wir haben dann gewonnen. Nice. Also noch ein bisschen. Der Wagen fährt gerade übel wieder. Es fährt wieder zurück. Ja, es ist gut, weil die müssen versuchen, dass der Wagen hier bleibt. Ja, ja. Ich komme. Und dann will ich schon wieder sterben, Alter. Mission endet in 30 Sekunden. Die Durchsagen immer, aber in jedem Spiel. Alter. Ich sterbe immer, weil die viel zu stark sind. Ja, das ist bei mir auch so. Die sind. Ja, guter Win, würde ich sagen. Und wir konnten die gut aufhalten. Cola macht noch einen schnellen. Ein Push? Kill. Ein Fast Push? Push. Ja. Ich renne einfach in den Gegner-Spawn rein. Okay. Ja, leider nichts geworden. Aber die pushen nicht mehr vor, das heißt. Ja, easy win. 3, 2, 2, 1, bam. Verlängerung. Okay, damit hat niemand gerechnet. Wie lang? Ah, nee, jetzt vorbei. Doch. Verlängerung. Wir haben gewonnen. Ah, Leute, es tut mir leid, dass es ein bisschen laut ist. Aber, YOLO. Ah, wir haben gewonnen. Das ist doch cool. Das ist wirklich cool. Team Red, aber wie im Planet Set, Alter. Ich bin, welcher Platz? Ich bin 5. Ey, komm, dafür das. Ich ja nicht so lange gespielt habe, ist ganz, glaub, ganz gut. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Haut rein.